each and every one of us have been doing this week at this festival. Und das ist exakt das, was jeder von uns diese Woche in diesem Festival auch machen durfte. Whether it was singing, or speaking, or cooking, oder kochen, or decorating, dekorieren, or taking care of the children, reinigen oder wo die Kinder sich kümmern. Everything was just to bring us to this moment. Es war alles, das uns hingeführt zu diesem einen Moment. To be absorbed in this ecstatic trance, remembering the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. In dieser ekstatischen Trance eintauchen in das, was Chaitanya Mahaprabhu fühlt. You see, in the last 12 years of Mahaprabhu's pastimes in this world. In den letzten 12 Jahren von Mahaprabhus Leben in dieser Welt. Radhika Rupava Jaiche Uddhava Darshane Se Bhava Mata Prabhu Rahi Ratri Dine. Just as when Krishna had left Vrindavan and gone to Mathura. Als Krishna losgezogen ist, Vrindavan verlassen und nach Mathura gegangen. And Uddhava came to Vrindavan. Und Uddhava nach Vrindavan gekommen. And he saw Radhika in the madness of separation, even talking with a bumblebee. Und hat gesehen, in was für einem Zustand der extremen Trennung Srimati Radharani ist, dass sie manchmal sogar mit den Bienen spricht. In exactly the same mood, Sri Chaitanya Mahaprabhu was in a madness of love for Krishna, day and night. Und genauso war Chaitanya Mahaprabhu Tag und Nacht in einer Stimmung der Trennung zu Krishna. And on this particular day, und an diesem speziellen Tag, this very day, an dem Tag, during the night, before he woke up on this day, oder in der Nacht, bevor dann aufgewacht ist, Mahaprabhu dreamt that he was in the Rasa Lila. Mahaprabhu geträumt, ich bin im Rasa Lila. He's thinking, I'm Radhika, meeting with Krishna in Rasa Lila. Also Mahaprabhu denkt, ich bin Srimati Radharani, ich habe Krishna getroffen im Rasa Lila. Ivam Pariswang Karabi Marsha Snigdekshituddhama Vilasahasa Rame Ramesho Rajaswundari Bihi Yatavakaswapatibimbabibramaha. He's remembering the profound love of Radha and Krishna. Erinnert sich ganz absorbiert in die Liebe von Radha und Krishna. Shukadev Goswami Pad said, they're playing with each other. Krishna is playing with Radhika like a child, playing with his own reflection in the mirror. Shukadev Goswami sagt, dass sie so spielen wie ein Kind, das mit seiner eigenen Reflexion im Spiegel spielt. Firstly, that means that Radha and Krishna are not two different people. Es bedeutet, dass Radha und Krishna nicht zwei Entitäten sind. Krishna is playing with his own reflection. That means his own Ladini Shakti, his pleasure potency. Everything that can fulfill all of his dreams and satisfy his heart totally beyond his imagination has manifested outwardly as Radhika. And he's playing with Krishna spielt nicht mit irgendjemand anderem, sondern mit seiner eigenen Ladini Shakti. Diese Kraft, die all seine Wünsche weit jenseits seiner Vorstellung erfüllen kann. And mit der spielt er. Like a boy playing with a mirror, if you go into a room full of mirrors, then you'll see your reflection many, many times. So Krishna was like that, dancing with many, many, many gopis at the same time. Und wenn du einen Raum hineingehst mit ganz, ganz vielen Spiegeln, dann siehst du unendlich viele Reflexionen. So geht Krishna in die Wälder von Vrindavan und tanzt mit Millionen von Gopis. Yatavaka Swapati Bimba Vibrama. It was also like a reflection. Why? Wie eine Reflexion, warum? Because Krishna would sing about the beauty of the forest of Vrindavan. Krishna sieht die gesamte Schönheit vom Wald von Vrindavan. Yamini krita ruchi suchi kantis chandrika valibika vichakasri sapadali lalita kalagita pasya bhaji kumadakara esha. And then just as a reflection in a mirror does exactly what you're doing, then the gopis, they were singing the same. Und wenn wieder deine Reflexion im Spiegel macht, genau das, was du tust, so die Gopis auch. But just changing one or two syllables. Aber sie verändern nur ein oder zwei Silben. Not Yamini Krita Ruchi Suchi Kantis, but Kamini Krita Ruchi Suchi Kantis. Meaning, Krishna is saying, oh, just look how the forest is so beautiful, illuminated by the rays of the moon. Und Krishna sagt, wie schön ist der gesamte Wald von deinem Namen, alles beleuchtet von der Schönheit des Mondes. How the bumblebees are humming sweetly. Und wie die Bienen brummen. And the lotus flowers are blossoming in the crystal clear lakes. Und die Lotusse
beginnen te spreken in kristalklare zeeën. And gopis just change two syllables and the whole meaning changes. How beautiful Krishna is. Want daarom dit zijn die gopis nog twee zinnen veranderd en zeggen wie schön is Krishna. Not Satpadi. Satpadi means bumblebee, six-legged ones. But Satpadi, Krishna is singing Satpadi. Beautiful poetry. Und dann ist es nicht mehr, dass die Bienen so wunderschön singen, sondern Krishna singt so schön, wunderbare Poesie. So because, you know, where does this kirtan come from? This Samaj Gayan singing together. Von wo kommt diese Stimmung, dass wir jetzt zusammen miteinander singen? The origin of one singer singing and then other sing replying. It comes from Rasa Lila. Oder dass jemand vorsingt und die anderen nachsingen, diese Struktur kommt von Rasa-Lila. So the reply of the gopis is like the reflection of Krishna. Die Antwort der Gopis ist die Reflexion Krishna, ein bisschen anders. Another meaning is that if you want to see how beautiful you are, you need a mirror. Und wenn du sehen möchtest, wie schön du bist, brauchst du einen Spiegel. So Krishna is wondering, am I beautiful or not? Krishna wundert sich, bin ich schön oder nicht? But when he sees Radhika, and Radharani sees, and Radhika looks at Krishna, and her eyes become big. Und sie schaut auf Krishna, ihre Augen werden ganz groß. When he dances so sweetly, Radhika's mouth becomes open. Radharani's Mund öffnet sich. Krishna seeing Radhika's reaction, then just like looking in a mirror can tell, oh, Radhika is so beautiful. But the way that she responds, the way she reacts, means I'm also beautiful. And er schaut auf Krishna, auf Radharani, und oh, so wie sie alles handelt, das bedeutet, ich bin auch wunderschön. Yatabha Goswara Pratibhimabhima. Like a reflection in a mirror. Another meaning. Im Spiegel, eine andere Bedeutung ist. In the stage of prema. Auf der Ebene von prema. Then Krishna is subordinate, controlled by his devotee, and the devotee is controlled by the love of Krishna both. Oder ist Krishna gänzlich untergeordnet zur Liebe seiner Geweihten und umgekehrt auch? This is true. In Shanta Dasya Sakya and Vatsalya Rasa, but not in Madhurya Rasa. Das stimmt. In allen anderen, in Shanta Dasya Sakya und Vatsalya Rasa, aber stimmt nicht in der romantischen Liebesbeziehung zu Gott. Krishna is controlled by Radhika's brain. Krishna ist gänzlich kontrolliert durch die Liebe Radharani. Because Radhika has man. Contrary mood. And Radharani Man hat eine Stimmung, entgegengesetzte Stimmung. She has avahitabhav, she hides her emotions. Und sie versteckt ihre inneren Stimmungen. She has chanchalata, restlessness. Und sie hat chanchalata, so all of these reasons, even in the stage of prema, snaya, man, pranaya, rag, still, though Krishna is submissive to Radhika, but Radhika is not submissive to Krishna. Oder obwohl Krishna in allen Ebenen der Liebe ist Krishna untergeben zu Krishna, aber Radhani ist nicht Krishna ergeben. When Anurag comes, then finally, after all of this resistance, Radharani finally becomes submissive and offers herself to Krishna. Und in Anurag beginnt sie endlich auch Krishna anzunehmen. Then the rasa praspara vasibhav atishai. It means exceeding increase. Exponential increase of rasa due to the two of them finally being controlled by each other's love. Also jetzt ist nicht mehr die Stimmung von Radharanis Entgegengesetztheit. Und jetzt beginnt der ganze Rasa ins Unendliche hineinzustimmen, weil beide sich auf keinen anderen einlassen. Joy, joy, hi, pyaro, kare, soi, mohi, pare, ba. Now Radha and Krishna's hearts have become one. Jetzt sind Radha und Krishna's Herz eins geworden. And Radhika said, whatever pleases me, Krishna is doing that. Und alles, was mich erfreut, dass Krishna tut genau das. And whatever Krishna is doing also pleases me. Oh, Krishna, all contrariness is gone. Das macht alle Entgegengesetzlichkeit ist weggegangen. Vrindavan Vyaylavati was relishing this extreme sweetness of Radha Krishna in Rasa Lila. Oh, Chaitanya Mahaprabhu kostet diese extreme Schönheit von Radha Krishna im Rasa Lila in der Nacht. But you know what happened? Aber wisst ihr, was passiert? It was time to Mangala Arati. Es war Zeit aufzustehen für die Mangala Arati. And his servant Govinda thought, oh, he's going to be late for the Mangala Arati, and came and woke him up. Und Govinda ist gekommen, es ist Zeit, um aufzustehen, und hat ihn ganz sanft geweckt. And then Mahaprabhu, ah, where am I? Mahaprabhu war dort im Rasa Lila und
stuur plötzlich aan, wo bin ich? Wo bin ich? The beauty of Rasalila was lost. De gesamte schönheid van Rasalila was weg. So he quickly ran to the temple of Lord Jagannath. Ze ging snel naar de tempel van Jagannath gerend. And when he saw Lord Jagannath there, he saw again Krishna in Vrindavan. En had Jagannath gezien, dat was weer Krishna in Vrindavan. But there was one old lady who wanted to see Lord Jagannath. She couldn't see over the crowd, and she climbed up Chaitanya Mahaprabhu and stood on his shoulders, holding onto the Guru's thumb to see Lord Jagannath. Er waren een oude vrouw met duizenden van leiden in tempel. En deze oude vrouw, om ergende een darshan te bekomen in tempel, is ze had de zuilen entlang hoog gekrabbeld en is op Chaitanya Mahaprabhu gestaan. En de Mahaprabhu servant Govinda, he said, hey, get down and drop the old woman and pull her down. Und der Diener hat gesagt, oh, jetzt steht da eine Frau und hat diese runtergezogen von Mahaprabhus Körper. Mahaprabhu chastised Govinda, that you aborigine, Adivasi, uncivilized person. What are you doing? Du barbar, sagt Mahaprabhu, du unzivilisierte Wilder, was machst du hier? I wish I had the eagerness of this woman to see the beauty of Krishna. Ich möchte auch die Begierde haben, die diese alte Frau hat, die so gekrümmten Rücken hat. So möchte ich sein wie sie. So again, Mahaprabhu, he was in Bath, but Govinda by accident broke it. Und er war wieder in eine ganz tiefe Stimmung und Govinda hat es wieder gebrochen. So Mahaprabhu went back to the Gambir. Mahaprabhu ist zurückgegangen zum Gambir. Bhumi Rao Parabasi Nijanaki Bhumi Liki Ashru Ganga Netra Bahi Kichuina Deki. He was writing on the ground with his finger and tears like the Ganges were flowing from his eyes. Und er weint und mit seinen Händen schreibt er irgendwie auf die Wände und auf den Boden und Tränen strömen. He was in a state of extreme disappointment. Er war in einem Zustand extremer Enttäuschtheit. Then Roy Ramananda and Saurabh Dhammadhar we saw, then they came. And that was the beginning of the drama today. Und dann ist Roy Ramananda und Saurabh Dhammadhar gekommen und das war der Eintritt ins Lila heute Abend. And Mahaprabhu said to them, Prakta pranasta chuta vita atma yayo vishado jita deha deha vrinita kapalika dharma kome vrindavanam sendriya shisha brinda. In this world, if someone is everything fails in their life, wenn jemand in dieser Welt völliges Versagen hat auf allen Ebenen, and they become extremely disappointed und unendlich enttäuscht wird, then they may just abandon everything in a state of frustration. Dann können sie alles verlassen in tiefster Frustration. And join a very, how can we say, katholische Pasri, extremely austere tantric sect. Und mag so einer tantrischen Sekte beitreten, die unglaublich entsagt und weltentfremdet leben. They go kapalt, they're not devotees actually. Das sind keine Devotees. They're just in a state of such total disappointment with the world that they just they decorate themselves with ashes of dead bodies from the cremation ground. That's how it's important. Sie sind in solchen Weltfrost, dass sie ihre Körper beschmieren mit den Asche von Leichenverbrennungsstätten. Wow. They carry a skull to remind themselves. Und sie haben einen kleinen Schädel, um sich über die Natur der Welt. Über die Natur der Welt. So Mahaprabhu said, I'm so disappointed. Mahaprabhu sagt, ich habe das alles gesehen. Ich war da. Und jetzt bin ich so enttäuscht. My body is like a house, a home, and my soul is so disappointed. I have joined this tantric sect. Mein Körper ist so wie ein Haus und jetzt ich habe alles verlassen. Ich bin wie ein tantrischer Yogi. So the yogi of my mind, he's wearing the turban of lobe greed. Der Yogi von meinem Geist, der hat den Turban von heiliger Begierde. I have a carved out pumpkin as my begging bowl. Und this is called Trishna Lao, the gourd of thirst for Krishna. Oder? Und ich habe so eine Bettelschale, also einen ausgetrockneten Kürbis, und das ist mein Durst für Krishna. I'm wearing Chintakanta. That is old torn cloth of great anxiety. Und ich habe so alte verlöcherte Tücher. Das ist meine heilige Erregung. Ha ha mura prana dana. Ha ha atma lochana. Ha ha divya. Sadguna sagara ha shama sundara ha pitambara dara ha rasa vilasa nara
beside Krishna. O Shamasunda, alas, alas, O my hero of the Rasalila, where are you? O mijn her, O Shamasunda, wo bist du? Where not here? Hero of the Rasalila. Ja, maar, O her van Rasalila, wo bist du? Alas, alas. And this yogi, this Kapalik yogi, he's wearing an earring. Dat had een oorring, deze Kapalika yogi. One earring. And this earring has been carved by a master craftsman. Want dat wurde van een geniale Künstler gemacht. Who is the master craftsman? Wer ist das? Shukadeva Goswami. And what is that earring? Das ist diese Ohrring. Rasa Panchadhyaya. Shri Shuka Uvacha Bhagavan Pitaratri Shagutpala Vallikaha Rikshadantam Manaschakri Yogamayam Upasrita. Five chapters of Srimad Bhagavatam. Fünf Kapitel von Bhagavatam. That means Mahaprabhu is always hearing five chapters of Srimad Bhagavatam. Hört immer die fünf Kapitel von Bhagavatam. The Rasalila. Die Rasalila. And he's sending out his senses like disciples. Und schickt dann seine Schüler aus, die Schüler. And they're begging from the gopis. Und sie betteln von dem, was die Gopis übrig gelassen haben. The gopis are relishing Krishna's form, qualities and pastimes. Die Gopis kosten im Vrindavan Krishnas Form, Eigenschaften, so Spiele. His senses are going up and begging gopis renovate you. And then they give some remnant to his senses. Und die Gopis kosten das und dann gibt es ein bisschen Reste davon und das ist dann. And by this, he's maintaining his life. Und so kann er irgendwie, Mahaprabhu kann so irgendwie sein Leben aufrechterhalten. So this mood is the culmination of our whole festival. Das ist die Zusammenfassung des gesamten Festivals. It is said that apani karimu bhakta bhava yangikare apani achari bhakti shikare shahare. Krishna said, I will appear as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Er hat gesagt, ich erscheine als Chaitanya Mahaprabhu. I will be in the mood of a devotee. Und ich bin in der Stimme meines Devotees. And I'll show the whole world how to practice bhakti by my own example. Und ich zeige der gesamten Welt, wie man bhakti praktiziert durch mein eigenes Beispiel. And really, today we saw this is his example. Remnants of the gopis. So we're so fortunate. This is the fruit of the whole festival. Das ist die Frucht des gesamten Festivals. Don't go home with empty pockets. Take all these jewels and fill your pockets with these jewels. Geh nicht mit leeren Taschen raus. Nehmt all diese Juwelen und packt sie ein. And when you get home, just like a miser, take out the jewels and count them every day. Und wenn ihr nach Hause kommt wie ein Geizhals, packt sie aus und zählt sie jeden Tag. With a strong greed. Mit heiliger Begierde. Padit Pavan Paramadeva Premadrata Padmavati Kumarasi Nityananda Prabhu Ki Jai. Prema Purushottama Sachinandana Sri Gauranga Mahaprabhu Ki Jai. Nitai Gaura Sitanata Premanande Jai.